Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gloom. Ich bin Mr. Cutter 4, let's play in das Kaninchen und Gott ist das ein einladender Ort mal wieder. Hey, schönen guten Tag, die Dame. Flame, oh Flame, who is to blame? The forest full of beasts that maim? Tell me, Flame, what is their name? Oh, kannst du bitte aufhören zu reimen? It doesn't matter. It's all... Alter, okay, ich gehe. Ja, es ist mir zu wirr. Ich habe schon wieder eine Weile nicht gespielt. Das heißt, ich werde jetzt wieder ganz viel failen. Aber das ist ja... Oh, siehst du, schon geht's los. Ich muss da mal mit der Steuerung... Ruhe. Mit der Steuerung klarkommen, dass er aus war. Oh Gott, warum du? Nein! Gehen Sie! Verdammt! Gehen Sie! Ha! Ausgeweicht. Nicht ausgeweicht. Ich stelle mich schon wieder richtig gut an. Oh, schönen guten Tag. Wir nehmen... Oh, ich weiß schon gar nicht mehr, was das alles war. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Plus ein Lack. Ah, oh, naja, gut. Oh. Nein, warte. Du kannst das werfen? Das ist ja ungemein. Das ist ja ungemein unfair. Eine Fossilie. Vigor. Ich kann Lebensenergie... Ach komm, was soll's. Oh. Yay, 2 Gold. Oh Gott. Schade, dass die Lebenspunkte schon wieder nur für 2 Gold verloren. Ah, hallo. Nein. Nein. Schlag zu. Meine Ausdauer ist zu wenig. Ich kann ja noch blocken, ne? Ich muss ja nochmal blocken. Das muss ich noch lernen. Ha. Hast du nicht gerechnet? Ich nehme mich auch nicht. Hundi! Ah, und die hat mich getroffen. Ob man da irgendwann auch mal noch hochkommt? Vielleicht gibt es irgendwann einen Doppelsprung. Das lief viel zu gut. Und viel zu zufällig. Hallo? Aua. Nee. Tot? Bist du tot, Jim? Oh, ich brauche Lebenspunkte. Das ist keine Lebenspunkte! Das ist ein Hund! Woo! Oh, wenn die Ausdauer alle ist! Oh, ich bin echt tot, weil ich nicht ausweichen kann im richtigen Moment. Gebt mir Lebenspunkte, kein Geld, keine Kugeln. Herr Schmidt, ich brauche... Ich möchte eine Shotgun. Dann nutzen wir jetzt mal ein bisschen die Kugeln. Wozu haben wir sie denn? Ne? Herr Schmidt? Oh, eine Portion. Dann nehmen wir mal die... Wir haben 31. Dann kaufen wir die Portion und dieses Blindfort. Was bringt das? Ah, wir sehen die Lebenspunkte der Gegner. Eine Pipette. Nein. Ah, naja, wir haben jetzt 10 Lebenspunkte bekommen. Schönen guten Tag. Ayo, call. Nein, ich bin nicht okay. Ich wollte die Shotgun nehmen, fällt mir gerade auf, ne? Was war die Shotgun-Taste? Ist okay. Wir haben es nicht geschafft. Chiwanimo! Mach doch deinen Unsinn. Wieso kann ich eigentlich keinen Sprungangriff machen? Wieso bin ich hier nicht in der Lage, wie... Ezio Sprunggriffe zu machen. Wow, 7 Gold in der Kiste. Ich bin schockiert und überrascht und... Nein! Aua! Ich bin noch ausgeweicht. Doofer Mann. Doofer Priestermann. Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken im Necronomicon. Wir haben hier zur Verfügung... Was haben wir? Das Auge, die Lippen und den Kaltspiegel. Haben wir davon irgendwas? Den Kaltspiegel haben wir, glaube ich, schon. Der bringt... Okay, das ist mir völlig wurscht. Ist ja genau nicht meins. Und sonst haben wir von den beiden anderen Seiten noch gar nichts, ne? Ich meine, die Lippen haben wir noch nicht. Da habe ich sie gerade gesehen und den... Lippen klingen gut. Lifesteal! Genau, was ich brauche! Jawollinger! Ah... Oh, guckt euch an, meine Lebensenergie füllt sich so auf. Die Gegner haben keine Chance mehr. Wenn ich jetzt mit dem Ausweichen noch hinkriege.
Was aber auffällt, ist, ich kann nur einmal pro Gegner wieder Lebenspunkte aussaugen. Wow, das war mir jetzt knapp, oder? Ich glaube, ich kann wieder nur einmal aussaugen. Das ist also kein Perma-Lifestyle. Ah, mach ich das? Ich mach's. Komm her, Hündchen. Aua. Aua. Ich kann nicht ausweichen, wenn ich keine Ausdauer habe. Diese Hundis, diese Blitzhundis. Ich brauche eine andere. Oh, man, neue halt schon ein Lifestyle-Item. Ach, ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Es tut mir so leid, geht alle weg. Ich will nicht mit euch reden. Da hatte ich schon ein Lifestyle-Item und dann sowas. Ja, komm. Ja, wieso wirst du eigentlich nicht verbrannt in einem Feuer? Wieso bist du immun gegen Feuer? Wieso? Ich bräuchte auch dieses immun gegen Feuer-Item haben. Wieso hast nur du das? Brauch Ausdauer, warte. Mann, 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 Mann. Ach, nö. Zählt der als Schutzschild der andere? Das wäre natürlich ganz... Au. Oh, Ausdauer. Echt, ey. Ich brauche mehr Ausdauer. Das Auge des Königs... das Ei des Königs. Wir nehmen das Ei des Königs. Das klingt super. Become stronger when close to death. Oh Gott, also ich werde immer super stark sein. Schönen guten Tag. Good to see you, friend. Care to buy a potion? Unlike the potion you might find elsewhere, my potions always have an effect. Go ahead, buy a couple. Okay, ich kaufe diese. Woo! Ich kaufe diese. Woo! Und ich kaufe diese. Tasty Dreamy. Ja, ich habe ganz viele Kugeln. Woo! Kann ich sie eigentlich auch angreifen? Ich meine, komm, was soll passieren? Oh, I'm cursed. Das heißt? Bestimmt nur Gutes. In dieser Welt. Au, alle Kugeln sind weg. Alle meine Kugeln sind weg. An einem Gegner? Oh, ich habe kein Geld mehr. Sie können die Lippen kaufen, die mich heilen. Oh, ich will die haben, aber ich habe, glaube ich, nicht genügend Kugeln, um 30 Gold zu erreichen. Ich meine, die bringen 2, bringen 1 Gold, dann bin ich bei 6 und 22. Nee. Ich kann mir den Ebony-Chart kaufen, um es abzugraden, aber fehlt mir immer noch das Geld. Ich gehe wieder. Ich frage mich, was das Cursed bedeutet. Yay, ein Token! Bestimmt nur Gutes. Gamble? Ich möchte gamblen. Ja! Was? Das war ja nicht erfolgreich. Ich habe Molotov Cocktails. Gib mir Molotov Cocktails. Jawoll. The Great King. Ha, hat das ja nicht gerechnet. Ins Gesicht mit dem Molotov Cocktail. Oh, ich kann wieder gamblen. Oh, bin spielsüchtig. Ja, 2 Gold. Oh, Jackpot. Eine Quinte. Wow, 15 Colt-Einheiten. Aua. Woo! Okay, jetzt kommt der Endboss. Gucken, welcher von den beiden es ist. Ach, der schon wieder. Nee, warte mal, den kennen wir noch nicht. Der ist neu! Wake, Renegade, stop the intruder. Du bist neu. Okay, nimm mal das! Nimm das! Okay, 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 aua! Aufwerfen. Nein. Kugeln, Kugeln, Kugeln. Die fallen hier irgendwie alle runter. Okay, aua! Das ist nicht nett. Au. Ich bin gleich tot. Nein, lass das. Ubu, das ist nicht gemacht. Das ist nicht nett. Nimm das da. Nimm die Kugel der Macht. Nein. Ich habe ihn fast getötet. Was hieß das? Cursed.
Du hast dazu sagen, dass ich cursed bin? Oh Gott, mit dem möchte ich eigentlich gar nicht reden. Ich nehme eine neue Waffe und so ein Item. So. Hast du was zu sagen? Der ist noch hoch. Ja, das stimmt. Da hast du so recht. Ein Rapier und eine Frucht. Slidey Heels. Ach ja, das nehmen wir mal. Ich mache keinen Progress. Nicht in diesem Spiel. Das ist ja auch eine Überlegung, die wir jetzt hatten, dass wir gar keinen Progress machen können, weil wir einfach endlos gefangen sind hier in dem Wahnsinn. Und die einzige Möglichkeit, hier rauszukommen, ist zu akzeptieren, dass es keinen Ausweg gibt. Warte mal, wen haben wir davon schon? Haben wir davon schon irgendwas? Die Zähne haben wir. Was bringen die Zähne? Ja, das ist richtig gut. Die Krone haben wir aber noch nicht. Und auch diesen Zahn haben wir noch nicht. Oder? Warte mal. Wo soll denn das sein? Nee, davon haben wir noch gar nichts von den beiden anderen. Irgendwie noch. Das wäre die Krone. Ich nehme mal die Krone, oder? Ich nehme mal das da. Strength plus 1. Die wird sich nicht wegteleportiert. Ja, ein Token und eine Portion. 30 Lebenspunkte. Woo! Ach, ich hätte die gern permanent. Dreh ich mal um. Stich in die andere Richtung. Woo! Oh, ich habe keine Kugeln. Doch, ich habe Kugeln. Ich kann nicht schießen. Warum kann ich nicht schießen? Was ist eigentlich dieses Symbol mit dem Kreis? Neben den Kugeln und den Münzen oben rechts, links. Was heißt das? Piu, 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 piu. Ich kaufe diese. Die anderen heilen mich ja, glaube ich, immer nur, oder? Die heilen, glaube ich, alle nur. Naja, egal. So, ich schlag dich mal heute nicht. Bin heute mal... Au! Au, das ist nicht nett von dir. Mich einfach so zu pieksen und zu erschießen. Oh, ein... Ich hab einen Flammenwerfer! Schönen guten Tag, in was für einer Welt bin ich denn hier gelandet? Ich kann mir nichts von dir kaufen. Tut mir leid, Junge. Aua. Es macht keinen Schaden, aber ist lustig. Nee. Ah, verbrauche ich ja Lebensenergie. Egal, scheiß drauf. Bullet Collection! Sechs Gold! Oh, und der Boss, ich habe 2 Leben 50. Ach, der Hundi. Jeden kennen wir auch schon. Sataniel kennen wir schon. Take form and reward us with our devotion toward thee. Komm her, Hundi. Okay, ich hab... Er hat gehört. Es war ein gutes Hundi. Er hat genau gehört. Ich hab gesagt, komm her. Und er ist hergekommen. Braves Hundi. Was machst denn du da oben? You live here of the maestro, right? They say that he was among the first to enter the dream. With his abilities, he built the utopia amphitheater. Every now and then, a dreamer gets invited there. With a little luck. Gib mir ein Item. Eden Stamina Regeneration ab. Oh, das ist auch nicht schlecht. Sollte mal ganz kurz nochmal schlagen. Außer ich. Okay, immer wieder üben. Immer wieder üben. Ah, das wollte ich nicht. Siehst du, genau das ist das Ding. Ich wollte gar nicht aufweichen. Das war ein Lucky Evade.
Ich würde nämlich springen. So. Wir kommen einfach null voran. Wir waren einmal im Wald. Zweimal waren wir schon im Wald. Aber trotzdem, wir kommen halt am ersten Boss einfach null voran. Ich glaube, jetzt versteht ihr auch, warum ich kein Dark Souls und sowas spiele. Ich bin für sowas einfach zu schlecht. Ich brauche Speicherpunkte. Bloody Knife, Burn Bullet und Null Matter. Was kennen wir davon schon? Das Bloody Knife kennen wir schon. Das bringt uns was? Das ist nett. Gegen Bosse vor allen Dingen. Wobei ich immer wieder auch mal ausweichen muss. Dann haben wir... Das war's. Ich nehme die Null Matter. Vigor plus 1. Komm, wirf. Hey. Weißt du was? Oh, schön in einer Linie. Schön in einer Linie. Sowas mag ich. Die Molotov Cocktails waren ziemlich nice, fand ich. Ich fand die wirklich nice. Tasty Dream. Nee, nicht. Auch komisch, dass die so shiften können zwischen der... Oh Gott, wie viele sind das? Erstmal euch. Nein! Das ist voll gemein. Voll gemein, ihr habt mich voll in die Ecke gedrängt. Das mag ich nicht. So unfair. Da. Wie gemein. So, jetzt kommt der Endboss. Why must you attack us, Streamer? Nothing awaits you here. You will simply die over and over until you give up. Ja, ich glaube, das ist wirklich so wie in Doctor Strange. Ach, beide, ich habe beide gefangen. Ich bin so gut. Okay. Wir sind richtig weit gekommen und wir sind noch am Ende der Folge. Und jetzt möchte ich, am Ende dieser Folge möchte ich euch eine Frage an euch stellen. Und zwar, wir haben jetzt ein paar Folgen gespielt. Das ist jetzt, glaube ich, Folge 4 oder Folge 5 oder so. Wir haben schon einiges an Gegenständen entdeckt. Wenn wir uns hier diesmal anschauen, haben wir wirklich schon einiges entdeckt. Und da ist jetzt aber die Frage, weil ihr ja schon, glaube ich, mitbekommt, dass ich progressmäßig nur bedingt vorankomme. Problem dabei ist auch einfach, wenn ich lange Pausen mache, wenn ich, dann muss ich immer wieder rein, müsste ich überhaupt erstmal wieder reinkommen und dann brauche ich 4 Folgen oder so, um halbwegs vernünftig wieder zu spielen. Also das ist ja so die, beim letzten Mal habe ich ja 4 Folgen oder 3 Folgen gebraucht, um halbwegs vernünftig spielen zu können. Und die Frage ist einfach, ob ihr das sehen möchtet. Also ich meine, wenn ihr sagt von wegen, ja, wir wollen das sehen, dann können wir auch gucken, dass wir denn das System einfach vielleicht ein bisschen ändern, dass wir sagen, ja, ich nehme nicht jede Folge auf, sondern, solche Einübungsrunden lasse ich dann raus. Aber die Sache ist halt auch immer, dass man neue Gegenstände findet oder, ja, jetzt zum Beispiel haben wir auch einen neuen Boss plötzlich entdeckt. Und man weiß ja immer nie, wie es mit einem Mal läuft. Also das kann ja plötzlich sein, dass ich wirklich super Glück habe und super vorankomme. Es ist halt einfach, bei mir ist es rein das. Es ist Glück. Ich komme damit einfach noch nicht so gut klar. Weswegen ich halt auch kein Bloodborne und solche Sachen spielen würde, weil ich einfach dafür nicht die Geduld habe. Das war ja auch schon das Problem bei Hollow Knight. Aber das Spiel macht super Spaß. Das ist das Ding. Das ist das Problem jetzt gerade. Das Spiel macht richtig Spaß, Problem in Anführungszeichen. Und
ich persönlich bin noch nicht gefrustet und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich so schnell jetzt irgendwie an den Frustpunkt kommen würde. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es für euch super langweilig ist, immer wieder einfach nur die ersten paar Level zu sehen. Weil das ist wie auch bei Crypt of the Necrodancer, du failst dich halt viel durch. Bei Crypt of the Necrodancer war es aber auch noch so, dass wir uns ja auch noch am Anfang ein bisschen nach ausstatten konnten, aber da hing es auch sehr, sehr viel vom Zufall ab und ich bin auch ganz, ganz häufig einfach nur durchgestorben. Und das wird es ja auch sein. Da möchte ich halt von euch wissen, möchtet ihr das sehen? Wäre das etwas, was euch interessiert oder was euch nicht interessiert? Wo ihr sagt von wegen, ganz ehrlich, Katalin, spiel lieber was anderes in der Zeit, spiel das lieber für dich privat, wenn du da so ein bisschen rumfailen möchtest, ein bisschen durchsterben möchtest, dann würde ich das total verstehen. Ich verstehe aber auch, wenn ihr sagt, nein, das würden wir schon gerne sehen, spiel das und den Fail halt einfach. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bis zum vielleicht nächsten Mal oder einem anderen Projekt. Tschüss, Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!